So, da sind wir wieder zurück. Ich habe ein bisschen länger gebraucht jetzt. Ich habe mir was zu essen gemacht, was total in die Hose gegangen ist. Dann war ich so mad und müde, dass ich mich schlafen gelegt habe für eine halbe Stunde. Und jetzt bin ich wieder hier, Viertel nach fünf. Ich glaube, ich hätte jetzt noch 2 Stunden aufnehmen können. Aber egal, ich war müde und mad. Und jetzt geht es aber weiter und jetzt habe ich auch Bock. Und wir gehen jetzt direkt mal das Dorf von dieser Monsterplage befreien. Oh, die kennen wir doch. Hina, what are you doing here? Val! Master Fugo said he was going to keep everyone away. You gotta take care of yourself, Hina. You're the Alm now. Sorry. I just had something I needed to do out here before I left. Looks like the monsters went away once they saw you were coming. Good job, Mr. Soulguard. Yeah, well, it won't be that easy every time. I'm just glad nothing got you. When you're lost, always trust your instincts. But remember, everything hinges on a single moment. Don't let your doubts sway you. Do I hear the words of Master Fugo coming out of your mouth? I barely knew which way was up when I first started my training. Now that I've got my own duties to fulfill, I can't stop thinking about what he said. It's thanks to Master Fugo's teachings that I got here in time. Or at least thanks to his nagging. I admire your honesty. You're good at taking life as it comes, and you listen to people, like your master. Does that count as honesty? I do try to meet people where they are, so maybe. Just goes to show you had a good upbringing in Tiania. You're welcome, by the way. Yeah, you're probably right. Thanks for all you've done for me so far, Hina. Now there's the Val I know. Ich wollte Monster klopfen. Master, I took care of the monsters. They sensed his soul guardiness and ran as soon as Val came near. Isn't that great? I see. Well, I can't deny you look ready for the pilgrimage. Sorry to delay your departure, but thanks for the help. Don't forget to stock up on what you need before you go. The road is long. And the wise go prepared. I remember my first journey as the Soul Guard. I ran out of medical herbs and had to come back to Tiania. The children laughed because I had made such a grand display of leaving and... I think I'll wait for you in the square. Let me know when you're ready to go, okay? It's a long journey. Better make sure I'm stocked up on items. Ich wollte eigentlich Monster kloppen und jetzt muss ich einfach so einen alten Knacker wie nach seinen Geschichten lauschen. Okay, ich wollte eigentlich keine Ausrüstung kaufen, obwohl hier ist... Hey! Hast du alles für deine Reise eingepackt? Mal gucken. What can I get for you? Ja, noch, komm, einkaufen wir noch. Are these wares to your like? Thank you. Please come again. Please come again. Der jetzt schon bessere Ausrüstung hat? Welcome. Please peruse what we have. Tatsache. Aber ich glaube, das Geld können wir uns erstmal sparen. Obwohl, wir können dann sehen, wie die aussieht, oder? Ich hoffe, die verändert sich. Only the best for our customers. Thank you for your patronage. Ja. Wie? Kein anderes Outfit? Soon. Jetzt bin ich enttäuscht. Toll. Naja, egal. Machen wir mal weiter. 250 Goldgroschen für so eine Flickenweste. Right? Ja, auf geht's. Das ganze Dorf wird da sein. Da leuchtet wieder was und ich habe es übersehen. Val.
I hereby appoint you the official Soul Guard, tasked with delivering the arm of each region to the Tree of Mana. See that you look after them on their pilgrimage to fulfill their sacred destinies. Do you accept this charge? I do. And Hina? As the Arm of Fire, are you prepared to offer your soul to the Tree of Mana? I am. Remember, you have been appointed by the Fairy, and chosen by the Elemental of Fire for this solemn journey, Hina. Your duty as the Arm is to ensure that mana power continues to flow unabated. Without mana, disaster will befall these lands, as it has other unfortunate settlements. I accept this great honor, and will fulfill my role as the Alm. The road will be long, but I know you will look out for each other. Take care. Thank you! That day, I accepted my fate and left my village. A person chosen to offer their soul to the goddess, an Alm, must journey to the Mana Tree. The mana of the world is replenished through that Alm sacrifice, blessing our lands with prosperity. Should an Alm fail to fulfill their duty, calamity will befall their home, disrupting the entire world balance. I was elated to have been given such an important job for the sake of my people. Die Einführung ist schon cool gemacht. Finde ich sogar wirklich viel, viel besser als bei Trials of Mana. Mit Kurzbefehlen kannst du Techniken ausführen und Gegenstände einsetzen, ohne das Ringmenü aufzurufen. Kurzbefehle kannst du entweder im Menü für Techniken oder im Menü für Gegenstände einrichten. Who would have thought we'd get to make this trip together as Allman Soul Guard? Someone's excited, I see. Well, you know, spending time with you has always been easy. Uh-huh. Und er ist motiviert, er rennt richtig schnell hier hoch. Rufe mit der Pfeiltaste das Ringmenü auf und wähle den Gegenstand, den du verwenden möchtest, aus. Dun, dun, dun. Oh. If you're looking for Longrin, the Veil of Wind, it's this way. Oh yeah! I mean, I knew that. Uh-huh. My father took me with him to Longrin, just the one time, but I remember the path a little. You haven't been this way before, right? Mm-mm. Mm-mm. Nope. I really only know the outskirts of Tiania well. But I did try and study the route as part of my Soul Guard training. Had a map and everything. I'm sure you'll do fine, my most esteemed escort. Don't you worry, Hina. Any monsters we meet along our journey to the Mana Tree won't lay a finger on you. Who said I was worried? I'd expect nothing less from the best swordsman in the village. Sounds like Dorfer's as excited as we are. You're right. I'm going to miss these rumbles once we're gone. Aschepfad. Aber mir gefielen Lisa, how was Longrin when you visited? Und Auron besser. It was a pleasant breeze the whole time I was there. We can get a nice sea breeze by the harbor, but the wind in Longrin felt different. Cool. Something to look forward to once we make it through the passage. Ah, sieht schon schön aus. Jawohl, das sieht doch gut aus. Was sind denn das für blaue Punkte auf der Karte? Sind das die Sachen, die ich einsammeln kann? Ach, ihr seht das gar nicht, weil die Kamera da drüber ist. Da hinten ist auf jeden Fall ein Teleportpunkt. That monster is called a Ravite. I hear they aren't so tough. I'm ready for anything. Hang on! I'm supposed to protect you!
How are you going to protect me against fiercer enemies if you get hurt now? At least let me heal you. Ja, eine Heilerin. Fine. Not like you'll listen to me anyway. Try to stay away from the action so you don't get caught in the crossfire, okay? Watch yourselves, everyone. Wenn die DP aller Mitstreiter auf Null sinken oder alle versteinert sind und nicht mehr weiterkämpfen können, gilt das Spiel als verloren. Oh oh. Solltest du dich je in einem Kampf wiederfinden, in dem deine Siegeschancen schlecht stehen, kannst du die Flucht ergreifen, indem du gegen die Eingrenzung des Kampfgebiets läufst. Ist diese jedoch rot gefärbt, kannst du nicht aus dem Kampf fliehen. Oh oh. Techniken sind starke Angriffe, deren Einsatz MP verbrauchen. Es gibt verschiedene Arten von Techniken, deren Stärke und Wirksamkeit von den Statuswerten deiner Charaktere abhängt. Techniken kannst du in deinem Ringmenü aufnehmen oder Kurzbefehle für sie einrichten, mit denen sie sich schneller ausführen lassen. Ja, ich will aber keinen Ring. Feuerball! Feuerball. Oh! Das war ja nicht das. Einige Gegner fügen dir negative Statuseffekte zu, die dir je nach Wirkungsweise den Kampf erheblich erschweren können. Das coole Mogwai-Zeichen. Wenn dein Verbündeter von einem Statuseffekt betroffen ist, heile ihn so schnell wie möglich, bevor du im Kampf in ernsthafte Bedrängnis gerätst. Statuseffekte kannst du nicht nur selbst allein, sondern sie auch deinen Gegnern zufügen. So kann sich das Blatt im Kampf schnell zu deinem Gunsten wenden. Aber Vorsicht, manche Gegner sind immun gegen Statuseffekte und erfordern eine andere Strategie. Oh Gott! Der Statuseffekt Verbrennung fügt einem Charakter kontinuierlich Schaden zu, solange er aktiv ist. Für heilende Abkühlung sorgt ein Sprung ins Wasser oder ein Treffer durch einen Wasserelementarangriff. Kann ich jetzt wieder bitte weiterkämpfen? Boah, das ist aber sehr klein. Ich habe ja gar nichts erkannt. Easy day. All clear for you, Hina? No injuries here. But what happened to the rabbite? I don't know. Sometimes things around me crystallize during a fight. I don't know why. It just happens. Seelenkristall Mümmler erhalten, okay. So, das wird mir jetzt nicht erklärt. Gelb, normale Gegner. Lila, sehr starke Gegner. Color, don't you think? Yeah. Maybe we'll find a use for those kinds of stones on our journey. Oh mein Gott, ey, das ist gerade ein bisschen viel. Die Effizienz einer Technik hängt vom bestimmten Statuswerten eines Charakters ab. Maximiere das Potenzial von Techniken, indem du deine Charakteren passende Fähigkeiten zuweist, die ihre relevanten Statuswerte erhöhen. Angriffsmagie hängt von Wertmagieangriff ab. Wer jetzt gedacht, Heilmagie hängt von Geist ab. Ninjutsu hängt vom Wertmagieangriff ab. Ninjutsu gibt's auch, okay. Hängt von dem Wertangriff von Glück ab. Wurfgeschoss. Was ist denn mit Normalangriff? Gibt's. Das ist ja blöd. Gibt es keine Techniken, die auf Angriff gehen? Wurfgeschosse will ich nicht fallen, okay, aber. Ernie. Then let's be sure to take them with us. Ach, er ist immer noch alleine, sonst würde ich ihr den Feuerball einfach geben. Aber das wollte ich nochmal eben gucken. Einstellung. Spracheinstellung, Text, schwierig, Untertitel, Sprecher. Vibration. Ich hab keine. Bitte. Boah, kann man das nicht größer stellen? Ich fand das gerade schon sehr klein. Taking this? Hallo! I'll back you up.
This should be the last of them. Easy. They weren't so tough. Also diese Erfahrung und die Lucre, das Gold, was wir sehen, das geht ja noch, aber so die Bonus-Sachen. Feeneichel. Oh, kann ich hier runterspringen? Oh, fuck. Oh, mein Gott. Okay. Freund oder Feind? Wo bin ich? Was seid ihr? Ach, cool. Hey, ich meine, das war alles geplant. Ein Bonbon. Mal ganz im Ernst, jetzt bin ich voll weit weg. Jetzt kann ich gar nicht hier... Muss ich jetzt außen rum gehen? Oh, wie groß das Gebiet ist. Hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Oh, sieht das cool aus. Can't you just smell the salt in the spray, Val? Everything feels exciting when you experience it somewhere new, huh? Take this! Boah, die können springen. Krank. Feeling good. This should be the last of them. Next! I guess this means I've improved. Okay, noch mehr Kram. Okay, das ist jetzt riesig hier. Wie groß ist das denn hier? Okay, da ist noch eine Kiste. Ist ja wirklich riesig. Taking this? Die Musik ist hier gerade nur ziemlich leise, finde ich. Warum ist es da blau bei dem Angriff? Aber wahrscheinlich, weil die immun sind oder resistent gegen normale Angriffe. Geh vor meinen Kopf. Easy. I feel myself getting stronger. Yes. Kann ich durch den Wasserfall? Man kann auch schwimmen. Also das hätte doch jetzt für mich ein Geheimweg sein können. Weil dass man noch schwimmen kann, finde ich cool. Dass man überall runterfallen kann, finde ich nicht so gut. Also fast überall, denke ich mal. Na, da kommen wir bestimmt später nochmal hin. Das sind kleine Udinis. Udine. Taking this? Fireball! Ah, scheiße, ich dachte, das trifft ab mehrere. Take this! Easy! Just one left! Natürlich kriegen wir einen Feuerball gegen einen Wassergegner. Ist natürlich wieder klar. He sure made quick work of them. Es sieht aber schön hier aus. Sieht cool aus. This is kind of exciting. A rare item! Okay, aber... Ah, wir müssen dahin, ja. Ich nehme hier erstmal so ein paar Gegner mit, ne? Der Nadelschnabel. Wo ist der andere? Wow, wow, wow.
Guck mal, da ist schon wieder der. Der begleitet uns auch überall hin, ne? Dieser. König der Löwenberg. Ja, sieht schon mehr. Fireball! Soulguard's resolve never sways. Let me see. Is this? Lebensruhne erhöht ihr maximale TP um 10%. Ja, warum nicht? Kann man bestimmt erstmal noch ausrüsten, oder? Ja, perfekt. Oh, man kann die sogar durchgehen. Bringt wahrscheinlich nichts, aber finde ich gut. Ach komm, hier muss doch irgendwas sein. Hier sind doch später Kaktusfratzen oder sowas. Hochgehen? Sieht so aus, oder? Nee, oder? Nee. Ich wäre da schon gerne drauf geklettert, aber na gut. So tough. How back you up? You're coming at me. Just what I need. To me. Just one left. Feeling to me. Take this. Easy, sagt selbst er, okay. Wie? Ein EP hätten sie uns geben können, noch für das Level 4. Let me see. Nice. Was ist das denn? Mutfalter, Erfahrungsbonus, eine Minute. Die leuchtenden roten Wesen, die über die Felder flattern, werden Mutfalter genannt. Wenn du sie berührst, werden für einige Zeit alle Gegner deutlich stärker. Doch dafür erhältst du die doppelte Menge an Erfahrungspunkten. Mutfalter kehren immer wieder an denselben Ort zurück, also nicht, sie dir zunutze zu machen. Toll, jetzt wo ich alle besiegt habe? Ah, oh, guck mal, da hinten sind Gegner. Ganz viele sogar. Yes! Yes! Easy. Ich mag das, die Ausweichanimation. Die sind sehr smooth. Oh. Yes, unstoppable. Was ist das? Okay, noch mehr unerklärliche Dinge. Sehr viel Unerklärliches hier. Jetzt müssen wir aber noch mal ganz kurz zurück. Ach so, Nikotaler, wuhu. Ich habe zwar keine Ahnung, wofür die gut sind, aber. Noch einer? These ruins are left over from ancient times. People used to live here. Just think of that. Thousands of years ago, maybe. But now they're big old monster dens. Prepare for a fight if you want to venture inside. Aber wir dürfen reingehen? Taking this?
Hier ist ein blauer Punkt, aber wo ist... Da muss das ja hier sein eigentlich, oder? Ah, okay. Die blauen Punkte zeigen die Kisten an. Jetzt schon. Okay, interessant. Vielleicht gibt es ja dann doch keine Kaktusfratzen. Nein. Ist ein bisschen schade, dass sie das anzeigen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, es nimmt ein bisschen Spielzeit. Aber es nimmt auch so ein bisschen den Entdeckungsdrang. Wenn einem das die ganze Zeit hier vorgeschlagen wird. Das ist keine Hexe. Nice! Remember when the fairy came down right in front of me to a pointing beyond? So what was your gut reaction at this time? Huh? I don't know. It happened so fast. I guess I was happy. I never thought I'd get to go on this kind of adventure with you. Erhöht den Schaden von Techniken. Making all these memories together? At least, not as the Alm and her soul guard. Oh, you're sweet. I felt the same. I always thought I'd stay in Tiania until the end of my days, listening to the waves on the coast and Dorfer's rumbles with the rest of the village. I assumed the most exciting thing I'd get to see was the changing seasons in our little town. Not that I didn't enjoy that, too. Home is where the heart is, they say. But don't worry. I won't let anything distract me from protecting you, Hina. Endlich sind sie fertig mit dem Reden. Wann kommt dieses blöde Spero-Brett? Oder was auch immer das war. Oh mein Gott, diese Monster. Warte. Habe ich das gerade richtig gesehen? Level 51? Okay, wir kommen später nochmal wieder. Ihr kleinen Assis. Ja, wedel nur mit deiner Hand da. Ich komme wieder, das verspreche ich euch. Ich komme wieder. I've improved. Here they come. Just one left. Let's keep moving. Let's keep moving. I like to gehen, gehen. Ich like es, mich zu bewegen, wegen. Oh. Taking this? Ja, ihr kleinen Assis. Ich kriege euch. Ich kriege euch. Und ich sehe euch. Ich beobachte euch Tag und Nacht. Pretty far from home. Does Dorfer seem more active to you? I think so. What was that prophecy of disaster? The eruptions will scorch the earth with fire from every fissure, or something. Don't worry, Dorfer will probably settle down after I fulfill my duty as the Alm. You there! Watch out for falling debris from the volcano! Try and stay under the boulders to keep out of the way! Whoa. Follow my lead! Den kennen wir doch. Whoa there! The name's Orin. I came to study the geological composition of this area, but... You two seem surprisingly calm in the face of an active volcano. Well, I mean... Yes? This kind of thing is common in our area. I'm guessing this is your first volcanic rain, then. First and hopefully last. I jumped out of my skin. You came all this way to look at the terrain?
Is there something strange about the soil here? Yeah, the soil's a lot softer and more pliable than what I'm used to. We don't have volcanoes in my hometown. If you don't mind my asking, what are you two doing out here? I was just named the Alm of Fire. An Alm, huh? That must make you the Soul Guard then. You sure you're up to the job? He might look like a pushover, but Val is the strongest swordsman in our village by far. Pushover? Give me a break, Hina. What? It was a compliment. Quite the happy couple. You sure you want to do this? You can't be together after you reach the mana tree, you know. What do you mean? We can't not go to the mana tree. It's the duty of the Alms to rejuvenate the flow of mana by sacrificing their souls. There's nothing else to be done if we want a future for humanity. Plus, I'm the Soul Guard, and proud of it too. It's my mission to see the Alms safely to their destination. You must really like the world we live in to fight so hard to keep it this way. Of course! We gotta protect the spirits and all our family and friends. This world is all we've got. You sound like it's not the same for you, Orin. Me? Well, it's hard to say. Still, I'm glad to have met you both. Wow, this volcano won't give it a rest. It's probably not safe to leave just yet. We can camp together here if you like. You have a point. It doesn't look like Dorfer is going to stop for a while. Okay. It's getting worse. What a nightmare. If only this volcano weren't here. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass böse wird. Though Dorfer Volcano may seem like a dangerous eyesore to many, the people of Tyrannia have been brought up in a shadow since infancy. To us, the volcano's presence is as normal as the air we breathe. We never questioned its existence or wished it gone. Why would we? Oder versucht halt einen Weg zu finden, um die wieder zu entsteinern. Vielleicht braucht sie auch. Er braucht unsere Macht. Wait a minute. Where's Orin? Not here. I guess he must have set out already. Oh, Val, look! He left this candy on the pillow as a parting gift. Aw, what a thoughtful guy. Das ist doch ein Bonbon. That's useful. We'll pay him back when we see him next. Der ist ja größer als die Hand. Hey. Also, so viel Bonbons, wie man hier zum Heilen benutzt. Ja, dass sie noch nicht an Diabetes gestorben sind. I think that new friend of ours was from the Gaian tribe. What? Really? Kann ich direkt eine Schnellreise hin machen? Tatsache, oh, das ist cool. I should have asked him if he knew Liza. If he's a traveler, he could have come from anywhere. Not all Gaians lived in Guju, you know? Guess so. I hope Liza's doing okay. Maybe we'll meet up with her on our way. I'll back you up! Command me! No time like the present! This should be the last of them! Ach, ich dachte, die sind tot. Oh, what's this? Da war ich ja ein bisschen übermütig. Schon wieder ein Seelenkristall. Val, look at this. Oh, Grizzly Syrup. It's sweet and boy does it smell great. Hm? Wow. Dub. Babu. Badudu. Bub. A dud bear. Bubble, bub? Bubble, boom. What do we do? I don't know. I don't speak Dudbear. Doobab! Aha! He did want the grizzly syrup. He seems happy. Whoa! For me? Thanks, I think. Dababa! Badudu! This isn't the last time we'll be seeing dud bears, I bet. We can give them more grizzly syrup if we find any. Mausbär Wörterbuch. Dub. Hina? What do you think?
Dudbearish enough? I think you might need more practice. It wasn't that bad. Ah, verstehe, verstehe, okay. Ja, dann brauchen wir wohl erstmal die anderen Elementare. War hier auch noch ein Weg. Ach, hier geht's wieder in die Ruine. Ne, da will ich noch nicht rein. Also, ich will da schon rein, aber... Ich glaube, da sind die Monster zu stark. Ja, ihr kleinen Assis, ich sehe euch. Ich sehe euch, ich komme wieder. Sie ahnen nix. Sie ahnen nix. Eines Tages wird es soweit sein. Was sind das eigentlich hier für Dinger in der Luft? Grizzly! Ah, das ist so viel Hund. Boah, okay, jetzt sag nicht. Grizzly! Oh mein Gott, da gibt es davon viele. Mal 10. Ich hätte gedacht, dass das so eine. Warte, ist das da hinten jetzt auch einer oder fängt das erst? Ne, das war nur ein Blatt. Oh mein Gott. Ist das jetzt nur für die Aufgabe hier oder wird das jetzt so ein Crash Bandicoot Apfel sammeln Gedöns? Got some syrup. Oh, Vampirtulpe. Das klingt schon irgendwie gemein. Oh, zwei Crits. Die werden ja nur gekrittet. Und die sind wohl schwach gegen physischen Attacken. Ich weiß jetzt nicht, was wir gefunden haben. Das wurde mir, glaube ich, nicht angezeigt. Wow, wow, wow. Spezieller Gegner. Berüchtigte Gegner, das ist cool. Manche Widersacher sind deutlich stärker als andere Gegner und so berüchtigt, dass die Menschen ihnen spezielle Namen verliehen haben. Wenn du merkst, dass du ihnen unterlegen bist, zieh dich zurück, stärke deine Gruppe und fordere sie später mit frischer Kraft heraus. Es ist cool, es hat schon ein bisschen sehr viel von Tales of Arise auf. Wow, okay. I'm only just getting started. Just what I need. Fire! Oh, was hat mich viel abgezogen? Just what I need. Rasener Puju. Aua, aua. Salamander. Just what I need. Ha! Okay, jetzt übertreibt aber richtig. Das ist ja nice. Er ist ja Flash hier einfach. ...166 EP, wow. Aber kann er immer wiederkommen? Vielleicht droppt er auch irgendwie coole Sachen oder so. Die Kiste ist wahrscheinlich oben. Ah, da ist ein Schnellreisepunkt. Taking this? Taking this? Hmm. How do you say no in Dudbear? Oh, if dub means yes, maybe but? We should probably study the language before we make assumptions, though. Good idea. I'll try and greet them in the traditional Dudbear language next time we cross paths. Dub, bud. Gotta try and nail the accent too. Dada. Oh mein Gott, hier sind ja wirklich alle Gegnerarten vertreten. Watch yourselves, everyone. Just one left. Aber wir sind unbesiegbar. We got turned around and ended up at the volcano. We can look at good old Orfer later. Let's head towards Longren.
Ah, okay, ihr geht schon zum Vulkan. Wo ist mein Gegner da? Oh. He sure made quick work of them. Oh, das sieht schon cool aus. Let's plan our next move. Da geht es zum Dopa-Vulkan. Die Älteste sagt, er sei heilig und dass es streng verboten ist, sich ihm zu nähern. Na gut. Ich wollte da eigentlich nur ein Item einsammeln. War das gerade auch schon hier? Yes. Er sagt ja, okay. Help back to us. This should be the last of them. You're mine. Come at me. He sure made quick work of them. Oh, viele Wege hier sind. Ist aber riesig. Also das bin ich gar nicht gewohnt von dem, nach dem schon. Oh mein Gott. Sollen wir es probieren? Blutdurstiger, irgendwas. Ah, okay, sie ist schwach gegen. Ah. Bullseye. Just what I need. Okay. Wow, das ist auch hier einen auf Flash machen. Unglaublich. Oh mein Gott, habe ich den drauf? Der Statuseffekt Vergiftung fügt deinem Charakter in regelmäßigen Abständen Schaden zu. Au, 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 au. Heil mich! Also mach irgendwas! Sei nützlich! Das Ausweichen sieht schon sehr nice aus. Let's keep moving! Haha, erledigt! Is this? Erhöht Stärke um 10%. Ja, finde ich besser als im Feuerball gerade, um ehrlich zu sein. Der Feuerball war alles andere als nützlich bisher. Löse ich die Sequenz aus, wenn ich jetzt da runterspringe? Haha, Tatsache. Lustig. Ja, natürlich, wir sind da hingegangen. Wait a Sekina. Be careful. There are a ton of monsters over there. Oh, it looks like an ambush. We're trespassing on their territory. But we gotta get past somehow. You ready? Yep, I'm here to help. I have to fulfill my Klassenangriffe sind mächtige Angriffe, deren Einsatz Energie aus der KA-Leiste verbraucht. Jeder Klassenangriff gehört zu einem Element an und Gegner, die eine Schwäche gegen dieses Element haben, nehmen zusätzlichen Schaden. Die KA-Leiste füllt sich allmählich an, wenn du selbst oder deinem Verbündeten im Kampf Schaden nimmst oder ihn verursacht. Mit KA-Punkten kannst du mächtige Klassenangriffe freisetzen und deinen Gegner das Fürchten lehren. Beachte, dass es nur eine KA-Leiste gibt, die von allen Mitstreitern genutzt wird. Oh, das ist anders. Soul Guard. You ready for this?
Deine Waffe kann zwei Arten von physischen Schaden verursachen, Schlagschaden und Schnittschaden. Außerdem kann sie sich die Elemente Feuer, Wasser, Wind, Erde, Dunkel, Licht, Mond und Holz zunutze machen, um Elementarschaden zu verursachen. Gegner können schwach, resistent oder immun gegen eines oder mehrere dieser Elemente sein. Wenn Gegner mit einem Element angegriffen werden, das ihre Schwäche entspricht, erleihen sie höheren Schaden. Gleichermaßen dem Gegner die... Ja, das ist, erklärt sich ja. Ja, übertreib. Ja. Okay. Wow. Ja, gesessen. Mann, ich will zu dieser Truhe. We did it. Good thing too. The village would be in quite a pickle if we were taken out as we set off on our journey. Come on. Don't jinx it, Hina. You're making me nervous after the fact, and the monsters are already gone. Not to worry. I have every confidence in you. You've been training for this for years. Now then, escort away, my dear soul guard. But of course, your alminess. Aber es war ja gerade sehr Tales of Arise, Feuerschlag. Mach hier einen auf Elfen helfen. Da geht's auch noch weiter. Wir gehen mal dahin. Ja, da ist eine Truhe, die hole ich mir. Irgendwann kriege ich euch auch noch. Ihr Bösewichte. Nice, Rätselkeks. Ach, hier ist nur der andere Weg drumherum, okay. Aber da sind auch noch so ein paar Honigdinger. Sogar sehr viele, oh. Got some syrup. Was ist denn da? Gut, dass ich nochmal hier hingegangen bin. Aber warte, erstmal holen wir uns. Grizzly! Okay, die sind easy. Thank you, mighty soul guard. Ja, wen haben wir, ist das hier das Mäuseding? Das ist doch zum Mäusemelken hier. Was haben wir denn hier? Yes. Was ein wunderschöner Ausblick. Wer hier wohnt, hat es sich mit Bedacht ausgesucht. Hat sich den besten Platz hier weggeschnappt. Ich glaube, wir müssen einmal die Tür einschlagen. Okay, ich hätte gedacht, dass ich hier rein... Oh. Let me see. A rare item. Kritische Trefferrate um 20%. Wow. Den Technikschaden brauchen wir ja erstmal dann nicht. Dann nehmen wir den kritischen Schlag mit. Perfekt. Ist das eine Toilette? Nee. Okay. Ups, ich hab da mal was reingelegt. Es tut mir leid. Da wird sich schon keiner beschweren. Ich dachte halt, es ist eine Toilette. Das ist Dünger. Dünger für die Vorräte. Taking this? Und das hier mit diesen Honigdingern erscheint mir so willkürlich. Die sind jetzt auf so einem blauen Feld. Aha. Wanna do this the hard way, huh? This should be the last of them.
Okay, das ist jetzt der OP mit dem Crit. Taking this? Sind noch mehr Honig. Da spawnt er immer wieder neu. Nee. Hä, hey, hier war ich. Wo bin ich? Hier. Waren wir hier nicht? Hä? Grizzly! Ich mache hier so eine Hain-Akrobatik für elf Lucrier. Oh, hier sind aber viele Drohnen. Hä, aber okay, okay. Boah, wie riesig ist das Gebiet denn? Holy shit. Got some syrup. Yes. Taking this? Let me see. Is this? Aroma des Glücks. Da weiß ich gerade nicht, wie ich da dran komme. Man muss hier von da oben. Auch noch mal einen Weg lang? Oh mein Gott. Schön sieht es aber aus. Schön sieht es aus. Got some syrup. Ja, die Crits kommen jetzt schon wesentlich öfter. Taking this? Okay, die KA-Leiste füllt sich sehr langsam auf, aber die Attacke war auch sehr, sehr stark. Okay, jetzt will ich da schon irgendwie hoch. Wie komme ich da hin? Oh, Flamingos. Oh. Ist ja hier wie bei König der Löwen. Nee, das war nicht der... Hier lang? Nee. Hä? Oh, wir waren schon einmal da oben und dann bin ich da runtergesprungen, oder? Okay, die Karte verwirrt mich auch gerade. Bisschen. Jetzt hier lang, oder? Okay, gut. Ist ja ein riesen Dschungel hier. Ja, wir waren hier schon oben. Eieiei, und ich bin einfach runtergesprungen. Wie wächst denn die arme Palme da? Taking this? Boah, ist das. Oh, da hinten ist auch eine Kiste. Das sieht schon geil aus. Und was A, sieht es sehr groß aus. Also es wirkt groß und das Coole ist, man kann echt an vielen Stellen hin. Ach, hier haben wir genau den blutigen Durst.
Blumendingsabumse getötet. Nicht nur, dass es groß wirkt, man kann auch sehr viel davon begehen. Und das finde ich cool. Das wirkt, das lässt das alles nochmal wesentlich größer wirken. Waffe für... Oh, natürlich. Sehr gut. Ja, oh. Er sieht schon besser aus. Sehr gut. Na, Unterschied merke ich jetzt noch nicht. This should be the last one. Ja, du musst ihn nicht immer bedanken, ist doch selbstverständlich. Ist doch selbstverständlich, meine Liebe. Okay, dann geht's. Wo lang? Here they come. Come at me. This should be the last. Just what I need. He sure made quick work of them. Yes. Yes. Ah, da lauert der Berg im Hintergrund. Da kommen wir nochmal hin, das weiß ich doch. Wir müssen da hin. Um ein bisschen Schabernack zu treiben. So ein bisschen in den Vulkan, so ein bisschen reinstochern mit dem Schwert, damit er mal ein bisschen sich auskotzen kann. Ja, jetzt aber ganz schön lange für den Abschnitt gebraucht. Gut. Ein paar Zwischensequenzen waren dabei, aber war jetzt schon weitläufig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es gab hier auch nach, natürlich anscheinend so, ich weiß nicht, ob es Postgame ist, aber es gab auf jeden Fall Sachen, wo man auch noch später hinkommen kann. Deswegen denke ich mal, ist es ein bisschen größer. Oh, ein Märchen im Wald. That's some wind, huh? He must be getting close to the veil. What do you think the Alm of Wind will be like? I'm not sure, but I can't wait to meet them. No. Flüsterpfad. Hohoho. Auch so schön. You were right, Hina. The breeze feels different here. Almost like it's passing right through me. Clothes and everything. Wow. We're not at sea level now, that's for sure. Look. I think that's Mount Gala in the distance. Let's plan our next move. Ja, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Wir haben jetzt ja ordentlich weit gebracht, viel entdeckt. Ich gucke es mir auch gerne an. Es sieht auch schön aus. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst gerne ein Like da, würde mich freuen. Tschüss.